Ja, hallo Leute, heute gibt es mal etwas Neues und zwar machen wir heute Weihnachtskugeln. Was wir alles brauchen: Zeitungspapier als Unterlage, einen Pinsel zum Auftragen des Holzklebers, kleine Kunststoffhäkchen, Holzkleber, Kunstschnee, Glitter in verschiedenen Farben, ein paar Schaschlikspieße, eine Kneifzange, verschiedenfarbige Perlen, Styroporkugeln, ein wenig Dekoband und drei Schüsseln zum Eintunken. Schritt 1: Ein Schaschlikspieß auf ca. 10 cm runterschneiden. Schritt 2: Schaschlikspieße jeweils in eine Styroporkugel stecken. Schritt 3: Kunstschnee und Perlen jeweils in eine Schüssel füllen. Schritt 4: Styroporkugeln mit Holzleim einpinseln. Schritt 5: Nun tragen wir den Kunstschnee, die Perlen und den Glitter auf. Als erstes tragen wir hier den Kunstschnee auf, dann die Perlen, und als letztes den Glitter. Schritt 6: Nun stecken wir den Kunststoffhaken in die Styroporkugel. Schritt 7: Wir schneiden ca. 20 cm von dem Dekoband ab und binden es an die Kugel. Jetzt können wir noch den Holzstab unten rausziehen und das Loch ein wenig mit Kunstschnee bedecken. So, ja, das waren jetzt erstmal sozusagen die Basics. Jetzt können wir noch mehrere Varianten machen, wie zum Beispiel ohne Kunstschnee, also nur mit Perlen und Glitter oder nur Glitter. Es gibt wirklich so viele Möglichkeiten.